Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Wir sind sehr gut vorangekommen in der Hauptmission. Ein paar kleine Nebensachen habe ich noch zu erledigen. Bin mal gespannt, wie weit das jetzt hier noch gehen wird. Ich bin sehr gespannt. Invite. Auf jeden Fall gehen wir den Typen von Bloom ziemlich auf den Sack und das gefällt mir ultra gut. Mit dem Forschungszweck Gangangriff kannst du eine Gang auf den Plan rufen und so ein Ziel erledigen und Chaos stiften. Oh! Ja, ich glaube, ich sollte mal wieder ein bisschen was in den Forschungen investieren. Das machen wir jetzt auch direkt. Das war nicht Forschung, das ist Forschung. Wir haben nämlich 40 Punkte über. Wow, okay. Stadt Zusammenbruch, Social, Fahrzeug, Fern, Treffsicherheit, Mutness, Basteleien, Gerätebeherrschung. Was haben wir denn da? Elektroschockgerät. Interessant, nehmen wir. Sprengsatz. Nehmen wir. Da fehlt mir eine Kerndaten. Ja. Automatisch ausschalten, bereit zum Erforschen. Was kann ich mit denen? Roboter Exploits. Erzeuger einer Blinkung von Roboter nehmen. Kostet. Oh, cool. Nehmen wir. Verkehrskontrolle. Ja, Verkehrskontrolle. Das ist sehr gut. Sicherheitssystem. Das wäre echt mal praktisch, da zu investieren. Für Ablenkung sorgen. Definitiv. Gangangriff, ja. Den nehmen wir direkt. Habe ich gerade gelesen. Nehmen wir direkt. Fahndung Verdächtiger gefunden. Gib eine falsche Fahndung für deine Zielperson heraus und übertrage ihre Position. Dann kommt die Polizei und verhaftet die Zielperson. Das ist ja geil. Das muss ich machen. Und verbesserter Profiler. Dicken Bankkonten in deiner Nähe. Ja, da können wir noch ein bisschen was investieren. Jetzt brauche ich noch einen Zweier. Da brauche ich schon einen Vierer. Nee, das war's erstmal. Aber wir haben ja erstmal genug, ne? So. Beobachtet. Wrench im Café treffen. Wrench hat einen Lieblingscafé. Das ist wohl ein guter Zeitpunkt, ihn dort zu treffen und einen Plan auszuführen. Genau, wir wurden ja von den FBI verfolgt. Ach, das ist dieser Motorradladen. Oh, da könnte ich auch mal wieder hin. Ein paar Klamotten shoppen. Ich bin halt eine Frau. Ich darf das. Oh, ihr Handy explodiert gleich. Scheiße! Oh mein Gott! Ah, das ist das mit dem dicken Bankkonto. Das ist ja praktisch. Ich mach mich vom Acker. Was zum? Wir wollen doch nicht uns verhaften, oder? Ah, hier ist der Krankenwagen. Ist ja gut. Da
Menschenleben retten und dann gleich direkt Geld überweisen. Geil. So, was haben wir denn hier? Alles okay? Können Sie laufen? Mir geht's gut. Danke. Ich finde das schlimm, wenn Männer Lederjacken zumachen. Das sieht immer so blöd aus. Das sieht viel geiler aus, wenn die offen tragen. Ich hätte gerne das, ja. Upsala. Ach, die Hose kann ich dazu nicht freischalten. Das ist ja blöd. Garantiert nicht. Ich muss vielleicht sowieso ein anderes Oberteil noch dazu haben. Ach, Cowboy-Stiefel, geil. Ich liebe diese Dinger. Ach, schuldig, Leute, aber hier ist gerade... Huch, eine Mücke. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. So, Schuhe. Ich denke, ich investiere mal in Cowboy-Schuhe. So, erstmal wieder frisch angezogen. Schauen wir direkt den Krankenwagen. Du hast ein dickes Bankkonto. Hört ihr das? Ich verschwinde. Hochala. Nein, 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 nein. Ich wollte nur meine Waffe. Eine Handvoll korrupter Polizisten hat aus dem CTOS-Verbrechensnetzwerk eine gefährliche Waffe gemacht. Vor kurzem bekannt gewordenes Material zeigt, wie sich Mitglieder vom Oakland Police Department über CTOS selbst den Status Undercover geben, um Drogenschmuggel und Attentate auf Mitglieder ihrer eigenen Stadt zu organisieren, ohne Angst vor Vergeltung haben zu müssen. Stadträtin Miranda Comey hat eine Sondereinheit für die Untersuchung einberufen. Ich kacke an meinem Finger. Nicht witzig, Kumpel, gar nicht. Ich war da, Mann. Ich hatte gerade Schluss, da wurde dieser Trottel Goodell von der... Verdammt! So, hallo Ranch. Ranch? Ranch. Ich sag Ranch. Wie gefällt's hier, hä? Das Essen ist durchschnittlich. Konntest du schon landen? Ich weiß nicht. Findet sie meine Maske jetzt heiß? Oder gruselig. Hm.
Das FBI-Hauptbüro ist im Dellums Building. Wir brauchen die restlichen Daten. Weil... Hier läuft irgendeine linke Tour ab, Mann. Was Großes. Mehrere Hacker, die ich kenne, haben gemerkt, dass ihnen Vans folgen und so ein Scheiß. Tja, wäre nicht das erste Mal, dass das FBI Hacker rekrutieren will nach dem Motto, mach mit oder stirb. Warum jetzt? Das Timing ist verdächtig, wo wir so beliebt sind. Wie sehr vertraust du Ray? Vielleicht hat er einen Deal. Nein, Mann, niemals. Da kannst du dich drauf verlassen. Okay. Vielleicht hilft uns Miranda? Ja, vielleicht. Sie nutzt immer so eine Autoservice-Geschichte. Ich hacke den Feed und spiele für sie den Fahrer. Kann ich euch was bringen? Ich gehe gerade, aber kann ich dich was fragen? Mhm. Findest du, seine Maske ist heiß oder gruselig? Beides. Bleibst du noch auf eine Tasse Kaffee? Schönen Tag noch. Geht doch. Na, no. Ach, das ist süß. Ach, das ist echt süß. No. Ich finde die Maske cool. In der Drive SF App aus. Das ist die, oder? 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 Wähle Mietchauffeur in der Drive SF aus. Ja. Ach, ich habe hier noch mehr. Ach du Scheiße. Song Sneak, Galerie, Drive SF, da ist er doch. Machen wir was denn hier zum Star des nächsten Videos? Ah, cool. Besorge dir dieses Fahrzeug, um Miranda abzuholen. Hey, wie läuft das Startup? Du kennst mich. Oh, 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 oh. Und das ist also. Diese ist da. Okay, wo geht's hin? Komisch. Geil. Das macht aber so Spaß, ob das jetzt scheiße ist oder nicht. Wow. So, blöde Ecke hier. Hallo Miranda. Ich hab's Marcus? Was machst du hier? Hey Miranda. Ich verdiene mir nur was dazu als Fahrdienst. Ja, klar. Wo willst du hin? Meine Mutter besuchen. Das können wir regeln. Kein Problem. Warum hat er sie nicht einfach angerufen? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ging doch die ganze Zeit auch. Bist du meiner Spur gefolgt? Yep, FBI. Dazu darf ich nichts sagen. Wir wollen zurückschlagen, aber uns fehlen noch Daten. Ich muss in ihr Büro in Oakland reinkommen. Du übertreibst es ganz gewaltig, Marcus. Ja, und? Bist du deshalb als mein Fahrer aufgetaucht? Glaubst du, das FBI überwacht mich auch? Hast du uns nicht deshalb verschwiegen, woher die Fotos stammen? Ich war lediglich vorsichtig. Und ich bin vorsichtig, indem wir persönlich reden.
Okay, Marcus. Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht betonen würde, dass ein junger Mann, der entdeckt, dass ihn das FBI verfolgt, dringend ein paar Dinge in seinem Leben überdenken sollte. Ein guter Rat? Vor allem ein junger Schwarzer. Schuldig? Gut, dann hätten wir das hinter uns. Also woher hattest du die Fotos von uns in der Bar? Sagen wir mal, ich habe eine Quelle. Hat deine Quelle noch mehr, das ich wissen sollte? Es heißt, das FBI ist verstärkt hinter Hackern her. Sie wollen möglichst viele Gruppen abwerben oder erpressen. Weshalb? Sie wollen alle Zero Days kontrollieren. Und sie wollen keine Konkurrenz. Verdammt, wenn das FBI mitmischt, ist Hacking doch gar nicht mehr cool. Das ist kein Witz, Marcus. Die haben DedSec im Visier und die meinen es ernst. Wow, Alter. So, wir sind da. Was das FBI-Büro angeht, ich habe einen Freund, der uns helfen kann. Aber das läuft nach der Moskauer Methode. Was heißt das? Das heißt, es gibt ein altes Münztelefon im Außenbereich von Dallums. Heb ab. Identifizier dich als Fred und nimm das Signal auf, das dann kommt. Ach, das ist voll dämlich. Ich gebe dir eine beschissene Bewertung in der Driver-App. Ich finde, ich bin gut gefahren. Weiß gar nicht, was sie hat. Wie weit ist es entfernt? Ich kann es nicht sehen. Zugang zu dem Tor verschaffen? Ja, aber ach so, da. Ach, das ist ja ganz weit weg. Ah, nee, dann machen wir eine Schnellreise hin. Das ist mir zu weit. Ist das hier dieser Schickimicki-Laden? War ich schon mal? Ja. Ja, ja. Hey Mann, was geht? Nicht viel. Was gibt's Neues? Ach, weißt du, das Übliche. Ja, cool. Ich weiß nicht, ob ich... War ich hier schon bei den Laden? Ja, bei dem war ich schon, genau. Ja, ja. Und da ändern sich ja die Klamotten nicht mehr. Genau, den blauen habe ich ja geholt. Mhm. Nee, nee. Ich muss mal eben ganz schnell hier rüber flitzen. Oh, schöne Kirschbäume. Aus dem Weg, Lady. Hübsch aus. Sieht echt hübsch aus. Ach ja, fragt ihr euch, wundert für die, die das jetzt so nicht mitgekriegt haben, dass ich das gesagt habe. Ich rede bei Fahrten generell nicht so viel, weil Fahrten immer lauter sind als der Rest in dem Spiel. Oh. Hat einer ein Polizeiauto geklaut? Als der Rest in dem Spiel und es kann sein, dass dann meine Stimme sowieso untergeht. Deswegen spreche ich allgemein nicht viel bei Verfolgungsjagden oder wenn ich halt Auto fahre oder Motorrad. Dann noch was für die, die auch das nicht wissen und die jetzt erst eingeschaltet haben. Ihr werdet bestimmt viele kleine Cuts bemerken. Also jetzt nicht großartige Verschnitte oder sowas. Das liegt daran, dass ich ab und zu in der Aufnahme halt die Kamera, also die Aufnahme ausmache und wieder direkt anmache, weil mir das Spiel öfter abschmiert und mir bei dem ersten Mal schon 30 Minuten verloren gegangen sind und das in der Hauptmission und das will ich nicht riskieren. Daher mache ich dann halt immer so ein paar Cuts, damit mir dann nicht allzu viel verloren geht, denn es ist ja automatisches Speichern. Ja. Tief durchatmen.
Ich hoffe, ich habe das jetzt gut genug erklärt. Viele wird es nicht interessieren. Ich sage es trotzdem immer mal wieder. Hier ist Fred. Total quadratisch. Untersuche das FBI. Erreiche das FBI-Geschoss. Ja, super. Wird spaßig. Sesam, öffne dich. Okay, das war ziemlich einfach. Vertrittst du mich bei dem Richards-Meeting? Gehst du ins Management? Ich muss aus diesem Rattenloch raus. Bitte Kohle machen? Haben die nicht vom FBI alle Geld? Boah, wer denkt sich denn sowas aus? Schlechtes Gewissen? Ein bisschen, aber es war so gut. Kotieren beim Observieren. Du bist heiß. Wir hätten... Ach, koitieren. Ja, ich, oh Gott. Wir hätten den Verdächtigen beobachten sollen. Wieder mit dem... Oh okay. Mein Gott. Aber nenn mich nicht Alter. Was? Bin ich unsichtbar? Ja. Ich hatte gedacht, aber... Arschloch! 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 Hast du mich gehört? Ich sagte Arschloch! Boah, die alte... Bestens. Okay, Marcus. Die müssen irgendwelche Daten haben, die uns zu ihrem Spion führen. Sag mir einfach, wo ich sie finde. Das ist es ja, Die Typen sind nicht bescheuert. Sieht aus, als hätten sie alle Daten aufgeteilt. Ich weiß nicht, welcher Server es ist. Oh, super. Schön, dass du gewartet hast, bis ich drin bin, bevor du mir das sagst. Geh rauf aufs Dach zur Antenne und schließ einen Sendeempfänger an. Mit den eingehenden Daten kriege ich raus, welcher Server es ist. Klar, kein Problem. Geh rauf aufs Dach, platziere einen Sendeempfänger. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ja. Scheiße, wie soll ich denn da vorbeikommen? Der geht nicht weg, Okay. Machen wir das jetzt so. Nach oben. Du bist nicht böse. Da ist aber einer, der mich definitiv nicht sehen darf. Aber das ist nicht schlimm, den mache ich eben platt. Hier, wo sie, Bora? Wo ist er denn? Original, Hacker. Ach, der ist da oben. Oder? Oder? Der ist nicht da oben. Hä, wo ist denn der Typ? Quem sabe assim você aprende? Ah. Oh, fuck. Im Ernst? Mann, das wird ein Weilchen dauern. Bewundere aber nicht erst die Aussicht, Alter. Och, echt jetzt? Oh, leck mich, ey. Leck mich hart. Das ist ein Scherz. Zack, zack, zack.
Zack, zack, zack. Ach. Hä? Ich muss da nach unten kommen, aber... Irgendwie kriegt der hier nicht genug... Ja, so geht's doch viel einfacher, denke ich. Nee, so geht's überhaupt nicht viel einfacher. Scheiße. Der kriegt das... Aha, aha. Ja, aber dann kriegt eine andere Seite keinen Strom mehr. Also ich muss das so jetzt lassen, aber es geht doch nicht. Du gehst raus. So. Dann schiebe ich dich jetzt nach oben und du gehst jetzt dahin. Na, dann schiebe ich dich nach da. Ihr geht nach da. Du gehst nach da. Ach so, da unten ist ein... Ja, ja, ich sehe ihn. Ach so, nee. Hä? Ich brauche das Rote hier, aber das funktioniert nicht. So, da ist das, da ist das, aber jetzt ist da keine Verbindung. Ach. Jetzt haben wir eine Verbindung. Ja, man muss erst mal ein bisschen gucken, ne? Bereit. Cool. Warte, ich verfolge den Datenfluss. Ich habe Zeit. Ich sitze ja nur auf dem Dach des FBI. Geschafft. Okay, ich habe ihn auf deiner Karte markiert. Lass mich raten, ich muss nach unten. Jawohl. Jetzt sehe ich niemanden. Da sieht mich einer. Jetzt nicht mehr.
Okay, meine Lieben, ich muss eh Schluss machen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.